Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact. Wie immer in 21 zu 9 und ihr habt unglaublich viel verpasst, aber wir machen gerade vor der Story so ein bisschen eine Pause. Zusammenfassend folgende Situation: Mit Episode 603 kam Version 3.0 raus. Das heißt, die Region um Sumer herum wurde released, ohne die Wüste und alles, was noch dazu kommt. Ab 605 haben wir die Arkenaufträge angemacht, haben 4 abgeschlossen. Beim 5. mit den Vanarana, Rana, mit Amarana und den Marana. Und das waren keine Wortspiele oder so gewesen, die heißen alle wirklich so. Haben wir so ab 7 Folgen oder so pausiert, haben ein bisschen gelevelt, gefarmt und hier ein paar Charaktere auf 90 gebracht, genauso wie Waffen. Dann haben wir wieder weitergemacht, mussten weitere Aranaras helfen, kam dann auch ein Akademiker von Sumeru, der diese Maschinerie erkunden möchte. Nur da hatten wir einen Schlüssel gebraucht, mussten da auch noch 2-3 Folgen hinzufügen, bis wir das betreten konnten. Ich glaube, Folge 650 oder so um den Dreh müssten wir das auch betreten haben, bin mir jetzt nicht gerade sicher. War auch cool von der Atmosphäre, es war ziemlich düster, denn die Maschine wurde von den Dorfbewohnern oder von den Bewohnern von Kaneira ursprünglich gebaut und entwickelt. Dann haben wir noch weitere Missionen gemacht, dann dachten wir so, wir hätten die Aranaras jetzt fertig, damit sie das Fest feiern können, damit wir das Bia kriegen, um Rana zu retten, was ich schon mal irgendwann mal in den letzten paar Folgen mehrfach erwähnt hatte, die aus Fimara stammt. Aber nein, wir haben neue Missionen bekommen. Das waren dann wieder 3 Missionen hintereinander, die wir gemacht haben. Und in der letzten Episode haben wir dann kurze Pause gemacht von allen. Denn die Aranaras, das alles vorzulesen, die ganzen Wortspiele, die Namen und so, ziemlich schwierig. Deswegen haben wir dann in der letzten Episode Kuchin so ein bisschen in den Fokus gelegt und konnten sie endlich auf Stufe 90 bringen. Weil ihr hat hier noch einer von diesen Amethysten gefehlt und jetzt hat sie es. Jetzt sind wir ein bisschen mit den Artefakten am gucken. Ich habe das Problem, ich habe jetzt von 2 Artefakten jetzt diese 5-Sterne-Sachen bekommen, nur die sind nicht so stark, weil wir kriegen sie nicht hochgelevelt. Wir haben nicht so viele Artefakten. Dann habe ich überlegt, okay, Donnerzorn ist das Bild, was ich haben will. Das hat sie auch gerade aktuell auch alles ausgerüstet. Außer, oder? Genau, hier ist altes Hofritual. Und mir ist halt aufgefallen, gut, das bringt halt Angriff, Angriff. Schön und gut. Nur gerade bei sie sieht es nicht schön aus. Warte, 5% kritischer Schaden? Achso, das ist vom Artefakten-Set. Ach, nevermind. Genau, so sieht es halt aus. 94 und 5. Keine gute Ausgewogenheit. Aber die Artefakten sind auch noch nicht das Beste. Das Set ist richtig, aber nicht die Artefakten selbst. Deswegen will ich gucken, kann ich irgendwas mit KT noch machen? Artefakten? Weil bis jetzt von Artefakten ist halt nur kritischer Schaden so ein bisschen. Und Aufladerate, das interessiert mich nicht so sehr. Was war es jetzt von denen? Das hier, ne? Altes Hofritual. Verteidigung, Verteidigung. KT. Verteidigung, Angriff. KT. Okay, 3%. Immer ein bisschen was. Hier. Oh, Moment mal. Schaut euch das mal an. Hier gibt es eins, weil mal Verteidigung ist auch ursprünglich gerade drin. Genau. Dafür mit ein bisschen Angriff so, ne? Aber hier, schaut euch das mal an. Elektro-Schadensbonus, 6,3%. Und ich gehe schön auf Elektro. Und noch KT und Aufladerate. Wisst ihr was? Das kann man probeweise mal machen. Klar, das andere ist jetzt ein 5-Sterne-Item. Kann man ein bisschen höher leveln, aber ich glaube, ich würde das sogar investieren wollen. Das hier. Verstärken haben wir aber nichts mehr, weil ich letztens noch ein bisschen was investiert hatte. Allein schon diesen kritischen, dieses Elektroschadensbonus. Das klingt schon nice, ganz ehrlich. Ach, soll ich es riskieren? Ich finde, das ist eigentlich ein richtig blöder Trade, wenn man so ein 5-Sterne-Ding. Vielleicht kann man das 5-Sterne für was anderes benutzen. Aber altes Hofritual, das ist etwas, was ich jetzt nicht nochmal nutzen würde, aber, ich würde den direkt maxen. Was hätten wir denn noch hier? Was ist hier? Gedenk an Chimenawa. Erhöht den Angriff, verringert bei Anwendung einer Elementarfähigkeit die Elementarenergie. Also, mindestens 15 Elementarenergie, das wäre nichts für mich. Also, ich wüsste jetzt nicht, wer was kriegen sollte. Fallende Flamme. Brauchen wir auch ein bisschen. Was ist hier mit Zähigkeit der Militen? LP. Gut. Das alles weg. Die kriegt man auch parallel noch bei der anderen Dungeon für Euler gut zusammen. Deswegen. Gut, das ist schon bei 18%. Ich schätze mal, der müsste bei 43% ändern, wenn wir maxen. Nee, vielleicht nicht ganz so viel. Level 7 bis 16. 20. Ungefähr das Doppelte. Ja.
Nicht ganz. Vielleicht 40, wenn es überhaupt erreichen könnte. So. So. Ach, ich sehe gerade. Aufladerate, KT. Achso, ja, okay. Nee, ich dachte, ich hätte was anderes gesehen. Das war noch Milliliten. Das war Milliliten. Milliliten. Tief im Herzen. Das war was anderes. Das würde ich gerne vielleicht noch nicht ausgeben, weil ich noch nicht sicher bin, ob ich das vielleicht nicht doch irgendwie brauchen könnte für einen Wassercharakter. So. Verringert die Beeinträchtigung. Ja, das ist halt so. Weiß ich nicht. Die mag ich irgendwie nicht so. Und die kriegt man auch ständig. So, Stufe 12, 27,7% haben wir. So. Fast 30%. So. Komm ich da noch irgendwie mit diesen Billigmaterialien hoch? Was war das? Altes Hofritual. Altes Hofritual. Das heißt, die sind alle jetzt altes Hofritual. Brennende Pyrohexe. Erhöht den Pyroschaden. Ja, das wäre ja für Emma vielleicht gar nicht mal so schlecht. Donnernder Zorn, Verteidigung. Elementarkunde, Angriff. Kritischer Schaden. Ich gucke halt auch auf diese Werte. Und hier ist Angriff. Das würde ich gerne noch behalten. So. Aber das hier muss weg. Genau. Welche von denen, der hat Angriff? Beide hatten Angriff. Okay, was ist hiermit? Pyroschadensbonus. Aha. Und was ist hiermit? Aufladerate. Das kriege ich aber auch relativ gut gefarmt. Wanderorchester. Gut, in den Kommentaren wahrscheinlich irgendwann oder jemand denkt sich so, vielleicht doch nicht so sinnvoll. Aber weil wir die Sachen relativ gut. Also wir kriegen die Sachen immer so passiv, so durch die anderen Dungeons. Also so ist es halt nicht. Wanderorchester. Genauso. Genauso. Machen wir so, so, so. Und noch eins. Ah, 33%. Ah, ist doch ein bisschen niedriger, als ich gedacht hätte. Glücksspieler. So. Der Ding. Und Angriff wurde erhöht. Sogar drastisch. Aber Elektroschadensbonus 34%. Im Vergleich zur Verteidigung und den Angriff, okay, Angriff ist jetzt ein bisschen niedriger, gebe ich zu. Aber hier haben wir schon ein bisschen was geändert. Es ist immer noch wenig. Es ist halt, wenn man nicht die richtigen Sachen kriegt, man muss auch Glück haben mit den Subtypen und so. Aber vielleicht bringt mir das ein oder andere Quäntchen, der hat doch noch was. Aufladerate war, glaube ich, war das vorher höher oder niedriger? Ich glaube, das war bei 160 so ein Dreh. Na egal, auf jeden Fall haben wir hier ein bisschen was geändert. Und Elektroschadensbonus, fast 50%. Ich bin mal gespannt, wie gut es jetzt mit ihr laufen könnte. Genau, ich würde nochmal diese eine Dungeon mal versuchen als Referenz. Bin ich geheilt? Ich bin geheilt. Man sollte auch überlegen, ob ich vielleicht nicht auch Euler nochmal die Artefakten mache. Oder ob ich doch Ember farmen sollte, hier die Materialien, aber. Ach, ich weiß nicht. Und wo gibt es den Unterschied? Nur das ist anders, ansonsten kriegt man das hier, weil hier hat man keine Chance. So. Richtig, ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Dieses Elektroschadensbonus, gerade gegen den Eischarakteren, es könnte was werden. Es könnte krass werden, je nachdem. Aber ich habe auch wieder diese 15% Angriff weniger. Ach, Fragen über Fragen, ey. Zack. Ich habe kein Essen genommen, ne? Als Referenz natürlich. Wichtig. Ulti. Ah, ich glaube aber schon, dass da ein gewisser Unterschied ist. Wenn ich jetzt rauskommen würde, genau. Der verzieht sich jetzt, weil er hat gemerkt, kassiert und dann. Ich darf nur nicht zu lange in diesem Nebel drin bleiben. Schutzschild habe ich, also Kutschin. Ah, komm ich raus? Ah, ich habe gerade die Attacke kurz vorher eingesetzt. Alter, Schutzschild ist schon wieder weg. Ah, also Kutschin macht mehr Schaden. Ich würde sagen, das hat sich gelohnt. Alter, jetzt muss ich irgendwie. Ich will weg von dieser Mauer haben und von diesem Ding hier. Zack, zack, ein bisschen so eine Kombination machen. Ja. In dem Moment habe ich die Attacke eingesetzt. Ja.
Irgendwie komme ich gerade aus dem Takt. Kriege ich kein Schutzschild mehr? Schutz ist schon wieder zu Ende. Ah, krass. Komm, Putschen opfer ich jetzt mal. Zack. Ja. Ich komme gerade nicht wechseln zu Noel. Na komm schon, den kriege ich doch weg, oder? Weil das ist auch so ein kleines Problemfall, aber nicht mehr so krass wie damals. Zack, zack. Schutzschild haben wir. Ich habe immer noch kein Ulti ready. Ja. Dieser Damm. Das war wieder nice. Ulti. Ah, komm, halte ich lieber hoch so lang. Ja, ich dachte schon, er macht diesen Nebel, wenn ich gefangen bin. Zack. Ah, Noel würde ich gerne auch noch ein bisschen die Sachen anpassen wollen bei ihr. Die ist wirklich nicht schlecht. Ja, jetzt muss ich wieder rauskommen. Reicht die Reichweite? Ja. Aber der droppt hier die ganze Zeit diese Sachen. Okay, folgendes. Ich würde Kuchin gerne nochmal wiederbeleben. Ich will unbedingt wissen, wie sie jetzt gegen so einen Gegner drankommt. Das ist echt so. Es fehlt wirklich noch das bisschen. Die Kombination. Sie ist nicht so widerstandsfähig. Das ist halt so das Problem bei ihr. Eule habe ich ziemlich widerstandsfähig geschafft zu machen, aber ist auch wieder nicht optimal mit den Artefakten. Mir fehlt noch das vierte und letzte Set bei den Artefakten. Na komm schon, ich will erstmal das Schutzschild haben. So wie jetzt und dann zack, zack. Zack, zack. Zack, Ulti. Dann kann ich ein bisschen Superleiter machen. Na komm, wechsel doch. Ja, ich habe dreimal versucht, Charakter zu wechseln und das ging nicht. Das haben sie geändert auf eine sehr negative Art und Weise. Ich habe schon mehrfach gedrückt, dass der Charakter wechselt, aber die Animations-Cooldowns sind jetzt ein bisschen anders. Ja, das war es mir aber auch wert. Zack, zack, zack. Also Kuchin macht mir Schaden. Diese extra Elektro-Schadensbonus. Das hätte ich früher sehen müssen. Das müssen wir irgendwann mal bekommen haben und dann habe ich halt nicht drauf geachtet. Also. Doch, doch, doch. Kuchin merkt man. Bei Kuchin merkt man es auf jeden Fall. Der Schaden ist anders. Vor allem am Anfang, wie schnell ich die Slams die Schilde runtergehauen hatte und so ohne Essen, ohne Ulti und alles, wisst ihr? Kling. Wieder die Donneruhr. Elementarkunde. Aber wieder nichts mit Angriff oder sowas. Das ist das andere Ding und... LP wieder, Aufladerate. Ich weiß es nicht. Da bin ich noch nicht so ganz Fan von. So, heilen wir uns erstmal. So. Geting. So. Wie sieht's bei Euler aus? Bei Euler. Achso, okay, Moment mal. Euler haben wir. Genau, da fehlt uns halt dieses eine Artefakten-Set. Oder habe ich mittlerweile was zusammenbekommen? Moment mal, was will ich haben? Ich will nicht Verbeugung des Gladiators, ich will dieses andere. Oh, was ist das hier? Erinnerung, achso, das hatten wir mal bekommen vor kurzem. Diese Sachen war es, ne? Blutiger Weg eines Ritters. Welches ist es? Das hier. Rein theoretisch. Wir hätten ein Vierer-Set mittlerweile. Aber nicht so ein krass hohes, gutes und so. Aufladerate, Verteidigung. Gibt es das überhaupt noch anders? Angriff, hier gibt es scheinbar auch als Angriffsrate. Ah, dann ist vielleicht das Bild nicht ganz passend für sie. LP. Dann gibt es nur LP, ne? Ja. Hier gibt es nur Angriff. Da kann man gucken, KT oder irgendwie was. Was hat die überhaupt für gerade für diese KT und kritischen Schaden? Kritischer Schaden 146%, aber KT ist wieder. KT muss ich hochkriegen. Ach, das ist das Problem. Das ist halt alles Artefakten gesteuert. Okay, gut. Dann will ich aber mal gucken. Ach so, ach. Ja, ich hab's doch gerade gesagt. Wie sieht's bei ihr aus? Bei ihr sieht das so aus. Geo-Schadensbonus, physischer Schadensbonus. Okay. Ja, okay, es ist ein bisschen schwächer, Aufladerate ist ein bisschen, ja, okay. Was benötigt sie denn noch? Masken, ach, Masken sind ekelhaft zu farmen. Die Sachen, das kriege ich wahrscheinlich so zusammen. Ballbeeren haben wir. Wie sieht es bei ihrer Waffe aus? Ist gemaxed.
90, 90, 90. Okay. Talente. Kann ich da noch was rausholen? Da fängt es schon mit der Klaue an. Ja. Hier noch nicht. Ich glaube, ich habe nicht genug Massen. Wir hatten letztens investiert. Okay. Eigentlich bleibt noch sie übrig. Da brauchen wir die ganzen Sachen für. Aber wisst ihr was? Schauen wir uns nochmal die anderen Dungeon mit Euler an. Weil wir brauchen noch diese Harze. Diese Harz müssen wir verbrauchen. Diese Dungeon, ne? Wie es da jetzt aussieht, vielleicht. Weil diese Dungeon können wir relativ schnell rushen. Hatte ich 90? Ich glaube, 90 habe ich geschafft. Aber ich hatte sonst immer 80. Ich versuche mal 90. Ich weiß es nicht mehr. Wir haben uns ja auch mittlerweile stark verbessert. Ach, Geier. Ach, Moment mal. Was ist denn noch bei Geier das Problem? Flux-Eiskerne. Das hier. Was hat der für Artefakten? Angriff. Ach so, ja, weil ich damals nichts anderes hatte. Ich versuch's mal. Ich versuch's einfach mal, YOLO, komm. So, zack. Sonst alles stimmt. Geoschaden 45, 75%. Ach so, genau. Dann muss ich immer so diagonal laufen. Wenn ich in die Ecke komme, ist ein bisschen blöd. Genau. Zack. Komm, Kuchen-Explosion. Zack, 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 zack. Ah, ja. Die sind ein bisschen widerstandsfähiger. Wir haben es mal geschafft. Ich erinnere mich. Aber ich habe immer eine Stufe niedriger gemacht, weil wir dann nur ein Drittel der Zeit gebraucht haben. Oder anders gesagt, dreimal so viele Sachen farmen können in der gleichen Zeit. Also der Aufwand hat sich nicht so gelohnt. Noch zumindest. Aber, wie gesagt, es hat sich vieles verändert. Ulti, 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 bevor die down geht. Ja, Charakter wächst. Ah, ich wollte nämlich schon die Ulti einsetzen. So. Komm, 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 komm. Ich will nicht zu nah an den Nebel ran. Ah, wie bin ich denn getroffen worden? Alter, willst du mich täuschen? Ja. Komm. Wieso hat es auf Kuchin gewechselt? Wieso ausgerechnet Kuchin, den Charakter mit dem wenigsten Leben hier? Holy. Ja, komm. Ach, jetzt muss ich mich dran gewöhnen, dass ich nur 2 und 3 drücken darf. Weil das wäre... Das wäre... Zack. Einen erstmal weghauen. Ja, wir kriegen die Dungeon hin, aber... Ah, wie kann man so viel Unglück haben, dass er es auf Kuchen gewechselt hatte? Ausgerechnet der Charakter mit so wenig Leben, ey. Zack, 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 Ulti. Ja. Und die Explosion? Ja, die Explosion wird kommen. Die wird kommen. Zack, weg mit dir. Jetzt muss ich auf den aufpassen. Ja, der hat gerade sein Schild hochgedrückt, aber... Wenn ich ihn freeze, kann ich ihn ein bisschen aufhalten. Zack, 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 zack. Ja, deswegen immer schön im Wechsel machen. Okay, wobei, Ulti ist ready, das heißt, wir können ihn da auch freezen. So, zack, zack, 5000er, fast 3000er. Das ist zwar noch nicht so viel, aber wie gesagt, Artefakt gesteuert. Zack. Ah, ausgerechnet Kutschen. Das regt gerade auf. Ich wollte mit Kutschen warm werden und dann so. Bam! Und da kommt der 20.000er Hit. Gut, wir haben es auf jeden Fall schneller hingekriegt. Altes Hofritual. Ich sag ja, das kriegt man relativ gut zusammen, wenn man diese Dungeon macht. Und das hier, leider ist das wieder ein 4-Sterne-Ding. Ach, okay. Heilen wir uns nochmal durch. Ich glaube, der Season Pass müsste ich doch diese 1200 Harze verbraucht haben über diese Woche. Nein, scheint noch nicht der Fall zu sein. So, geheilt. Was sagt denn der Season Pass? Ach, das ist das nicht. Das ist... Ach, noch eine Runde müssen wir machen.
Sollte ich vielleicht doch Kea ein bisschen leveln? Soll ich mal dieses Eisluchsbaum versuchen? Ich glaube, das könnten wir mal machen. So ein bisschen random machen hier, damit wir vielleicht von allem mal ein bisschen was gemacht haben. Weil wir werden bestimmt in der nächsten Zeit wieder nicht, oder sehr wenig farmen, wegen den Missionen und so weiter. Und dann denke ich mir so, ja, vielleicht könnte man jetzt nochmal die Situation nutzen. Holla! Feuer wäre natürlich wieder nice, aber damals habe ich mit Emma noch mal so viel Schaden gemacht, wie ich den jetzt gerade gebe. Und der ist auf eine höhere Stufe. Zack, 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 zack. Komm, Kutschen wieder. Zack, zack. Und ausgelöscht. Jetzt kommst du runter. Ja, natürlich, wenn man. Alter, ich komme hier. Wie? Ich will den Kopf treffen. Uff. Schwere Geburt. Das war jetzt wieder nicht so schnell. Komm, Ulti. Tak, 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 tak. Ah, ich kam an diesem Blatt halt nicht vorbei, was nicht gut war. So, Zivilisationsschutzschild ist also weg. Dodge. Don't get frostbite. Ja. Ah, wobei, krieg ich nicht Super. Doch, Superleiter kriegt man so hin. Ah, ich komme nur nicht an seinen Kopf ran. Das ist halt so ein bisschen Ulti, 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 Ulti. Tak, 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 tak. Ja, doch, die Ulti hat getroffen. Zack. Dass ich mich so lange so nah dran trauen kann. Das war ja damals nicht so. Wie oft ich auch so weit aufgegangen bin. Boah, das Kea-Level war so anstrengend. Ich wollte Euler haben, habe Euler nicht bekommen. Musste Kea machen, dann habe ich Euler bekommen. Okay, gerade fertig. Und dann, ah, oh, schon wieder alles von vorne. Zack, zack. Stellt euch mal vor, ich würde mit Kuscheln und Euler genau die richtigen Artefakten haben. Das wäre schon weg. Wäre schon weg, definitiv. Ich würde doppelt so viel raushauen. Komm. Zack. Bam, die Explosion wieder. Na komm schon, Kuscheln. Das ist halt die Kombination, die hier ein bisschen zu spielen sein muss. Neue Wurzel geformt, ist aber nicht so schlimm. Zack, zack, Ulti. Ulti. Ja, hast mich mal weggestoßen. Egal. Ja, Schutzschild noch nicht ready. Aber hier, auf den Kopf hier. Zack, zack. Oh, ich kassiere Schaden. Ulti, komm. Ah, oh, Ulti, 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 Ulti. Komm. Okay, mach Alt 4 nicht. Weil mit Alt 4 würde ich sofort auf Kuchen wechseln und die Ulti usen. Und manchmal geht es, manchmal nicht. Ich weiß nicht, was damit los ist. Aber mit 3.0 ist es schlimmer geworden. Ach. Ich habe schon Charakter gewechselt. Ich muss mich daran gewöhnen, dass die Animationen länger dauern. Und je länger die Animationen dauern, desto weniger. Also, dann kann man halt die Charaktere nicht wechseln. Ob das einen bestimmten Grund haben, warum sie das geändert haben? Ich bezweifle, dass es an meiner Tastatur liegt, aber es fühlt sich schon fast so an. Alter. Zack, zack. Na komm, runter mit dir. Na. Uff, in dem Moment wurde ich gehittet, ey. Und zack. Ja, mein Schwert wird explodieren. Uff. Ach nee, ey. Kutschen ist schon wieder down gegangen, ey. Uff. So, jetzt haben wir den Season Pass voll. Klopfer, das haben wir auch bekommen. Davon, oh, was für eine Enttäuschung. Davon ein bisschen was. Davon nur eins. Davon nur zwei. Oh, das ist so. Mit Kay, das wird so lange dauern noch. Deswegen meine ich ja, wenn ich jetzt, wie heißt das, Emma nochmal nachleveln muss. Ah, nö. Gut. Ja, Belohnungen. Weil bei Emma wird es nämlich genauso aussehen. So, okay. Heilen. Erstmal heilen. Vielleicht sollten wir mal die Dailies mal machen. Damit wir noch ein bisschen Urgestein kriegen. So, das sind wahrscheinlich nur hier Attackiere, ne? Verfolgen, ja, Besieger. Ach, das wird mit Kutschen easy. So. Kuchin und Euler, beides wird easy, weil die sind im Wasser. Die
bisschen Pusteblume. Da bräuchten wir einen Animo-Charakter, den wir gerade nicht so krass haben. Jean wäre... Wobei, will ich Jean mal leveln? Ich weiß noch nicht, ehrlich gesagt. Jean haben wir voll lange. Einer der ersten Puls, glaube ich, war das sogar. Holla. Zack. Bam. Zack, zack. Mal ein bisschen so. Ja, komm, wechsel. Uff, hat mir passiert. Junge, einfach alles explodiert, alles macht Schaden, alles fällt um. Ulti. Noch einen besiegt, noch einen besiegt. Ich sehe einfach links die Zahl von 2 auf 3 auf 4 wechseln. So, jetzt kommen die anderen. Ja. Zack, zack. Genau, den hatte ich damit im Wasser gelockt, aber ist das noch nötig oder kriege ich den vielleicht vorher schon down? Ja. Wahrscheinlich muss ich ihn trotzdem ins Wasser locken und dann... Ja, freezen, umso besser. Komm, du kriegst doch genug Schaden. Machen wir die Ulti drauf und dann zack, 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 zack. So, du kriegst einfach nur passiv den Schaden, weil du im Wasser bist. So. Zack, 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 okay. Dann nächste Daddy. Wo sind die? Da war was. Bände das Chaos der Schleime. Easy. So. Das ist voll die komische Strecke hier. Dass man so knapp über den Boden gleitet, aber trotzdem sinkt. Und zack. Hier war ich schon ewig nicht mehr gewesen. Hier, stimmt. Zwischen den Ende vom Goldapfel-Archipel und vor Sumeru. Ach, hier ist so eine Dockingstation. Wo habe ich denn hier den See noch nie gesehen? Gut. Genau, da war es Dilux Vergangenheit irgendwie sowas. So eine Projektion aus seiner Vergangenheit mit seinem anderen Skin. Ist im Endeffekt nur Werbung von seinem Skin. Hallo. Zack, 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 zack. Es ist dieser Elektroschaden-Bonus, der so krass raushaut. So. Ich brauche halt noch nicht mal Charaktere zu wechseln. So. Kann ich alles pflücken? Lass mich hier runter. Zack. Zack, zack. Okay, sind keine bösen Monster versteckt. Vielen, vielen Dank, Yuki. Ich wollte eigentlich nach den Weinstöcken sehen, aber dann ist mir das hier passiert. Ach, bitte sag meinem Sohn nichts davon. Er ist Ritter des Ordo Favonius. Damit hat er sicher schon genug zu tun. Er muss sich nicht erst Sorgen machen, nur weil sein alter Vater ein paar Problemchen hat. Aber in der letzten Zeit tauchen immer wieder Schleims in der Nähe des Weinguts auf. Jeden Tag muss ich Angst haben, dass die Reben von den Schleim zerstört werden. Ich komme kaum noch zum Schlafen. Wenn du einem alten Mann einen Gefallen tun könntest, würde ich dich bitten, die Schleime in der Umgebung loszuwerden, damit sie nicht weiter Unheil anrichten. Kein Problem. Wunderbar, dann kann ich mich endlich etwas ausruhen. Ja, die da vorne kriegt man auch schnell weg. Oha, was ist das für eine Kugel wieder? Ah, okay, das gehört aber zu dieser Daily dann, ne? Was ist das denn? Sieht wie Staub aus. Das sind aber Elementarspuren. Egal was daran ist, es ist immer noch Staub. Mit Animokraft solltest du ihn wegpusten können. Okay. Jean? We may leave at any time. Zack. Okay, dann nicht. Oh, gut, im Augenblick warten. So. Hat doch funktioniert. Kommt ein bisschen näher. Achso, ich muss dich schon besiegen. Das ist ein Zeitlimit, habe ich gar nicht gesehen. Und. Ja gut, wenigstens hätte ich schon im Wasser. Kassierte richtig krass von Kuchin. So. Weitere. Eins mit Schutzschild, aber interessiert mich nicht. So. Ulti. Weil die gerade schön an einem Fleck steht. So. Oh, mal ein bisschen Wombo kommen, damit ich den Boden wenigstens noch mehr habe. Explosion. Zack, zack. Uff, ich sollte auch aufpassen, dass ich nicht dabei drauf gehe. Weil ich ja kein Schutzschild mehr habe. Den Charakter habe ich ja ausgetauscht. Das war der letzte. Freeze. So. L drücken.
So, weil Jean ist einfach noch schwach, die hat nichts. Also. I will protect Wir haben sie you. gelevelt, damit sie nicht so instant krass kassiert, aber. Ha, wie komme ich denn da More ran? speed. Muss ich echt gleiten? Oder von da oben springen? Na, egal, machen wir die nächste Daily Mission. Weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Finish alle Monster. Easy. More speed. Da kriegen wir auch wieder schön Masken, hoffentlich. So, mit Noelle ein bisschen warm werden, um Kutschen zu heilen. Leave it all to me. Zack, zack. I'll catch up. Zack, 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 zack. Ach, hier ist wieder so ein Dendron-Charakter. Zack, zack, zack. Time to clean up. So. Nochmal Schutzschild. Komm, mal mit Ulti drauf. Die haben mittlerweile genug Leid dafür. Zack, zack. Immer wieder im Wechsel. Ich will den Großen zuerst weghaben, dann kann ich mich um die Kleinen kümmern. Zack, zack, uff. Ich dachte, die hätte ihre Dingslanze weiter nach vorne gesetzt. Zack, 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 zack. Und du bist dran. Uff. Junge, ist der geflogen. Ach. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich hab's mit der Lanze manchmal nicht drauf. Zack. Zack. Da kommen die neuen. Und direkt diese Kombination machen. Beide Ultis so gut miteinander harmonieren. Ah, da brauche ich, glaube ich, eine Anemo-Zone. Bam. Nochmal 10.000 Schaden. Ja, das ist tatsächlich ein Anemo-Charakter hier. So. Ja, und das ist immer so diesen Bummer. Wenn man keinen Feuercharakter hat, ist es ein bisschen so. Zack, 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 zack. So, das haben wir. Die Explosion, easy. Ah, die haben sehr viel gedroppt, auch auf jeden Fall. So, das hier. Da sind leider keine mehr. Okay, gut. Wo haben wir denn noch welche? Hier vorne. Was ist das hier? Das Böse breitet sich aus. Okay. Easy. Das sieht cool aus mit dem Licht. Nur was sind da für Leuchten eigentlich? Ich weiß gar nicht. Ja, ihr habt mich gesehen. Ist mir aber egal jetzt. Mache erstmal so einen krassen Waldbrand. Da ist diese Chin-Chin, da hatten wir auch letztes Mal was gebraucht von ihr, diesen Graspollensäckchen. Ich weiß nicht für wem. Alles von Feuer. Na, sollte machbar sein. Wir sind Eis, können wir ein paar Wechselwirkungen verursachen. Holla. Sein Schutzschild mache ich instant weg. Zack. Okay, vielleicht nicht ganz instant. Ich dachte, das wäre wirklich 2 Taps und dann. Aber er hat trotzdem kein Schutzschild mehr. Kuchin ist wirklich stärker. Zack, 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 zack. Ich würde gerne einen Dungeon machen, wo Elektro richtig krasser Vorteil hat. Irgendwie so Wasser, irgendwie was. Hätte ich schon was zu. Uff, Alter. Der kommt, sein Balken wird von rot auf gelb und dann. Ja, das war's. Endpose. Ja, ich finde Kuchin echt gut. Ah, man merkt diese Steigerung, definitiv. Hier noch ein paar Kleinigkeiten farmen. Gehen wir zu Catherine und dann gucke ich, was ich oben als Season Pass habe. Wahrscheinlich, ja, mach diese Daily-Dings fertig. Denn das haben wir echt schon lange nicht mehr gemacht. So. Add Thank you for complete. Ding, ding. Ach, wieder das hier bekommen. Animo. So, okay, was sagt der Season Pass? Und dann gucke ich mal, wie oft könnten wir theoretisch pullen. Ah, kein Stufe-Dings geschafft. Aber ist auch nicht so schlimm. Ja, Gratis-Pull würde ich schon gerne haben. So, genau. Wie oft könnte ich denn theoretisch pullen, wenn jetzt ein neuer Banner kommen würde? Was sogar bald der Fall sein wird. Wobei, wie gesagt, ich bin an Zuckerrohr interessiert. Den habe ich, den würde ich auch gerne haben. Und naja, Sangunumi Kokumi. Aber ich weiß es nicht.
43. Da sind die Achievements noch nicht drinnen, ne? 43 plus 11 sind 54. Ja, haben doch einiges geschafft in den letzten 15, 20 Folgen. Aber gut, wie es dann weitergeht, naja, schätze, dann würde ich wieder die Story weiter fokussieren. Werdet ihr aber dementsprechend in den nächsten Episoden sehen. Deswegen empfehle ich euch, ein Abo dazulassen, damit ihr nichts verpasst. Und ihr supportet mich auch aktiv so am besten hier auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten like, dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel auch zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.